Willkommen zu einem neuen Video und heute am Dienstag machen wir wieder ein React-Video und zwar auf ein altes Video von uns beiden, denn ich habe hier nicht nur einen Rennfahrer, ich habe nur einen ehemaligen Rennfahrer hier zu Besuch, denn jetzt ist er YouTube-Reactor geworden. Herzlich willkommen, Daniel Abt. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier bin für Reaction. Ich bin excited. Zeigst du, wie das geht. Du streamst ja seit einiger Zeit. Du musst immer ordentlich reinhämmern auf die Taste, ne? Ja, dann einfach, der hämmernde Boss bist du. Ich bin der hämmernde Boss und dann gibst du einen Senf ab und dann hämmerst du nochmal richtig rein und dann geht's weiter. Du zeigst mal, wie man richtig reactet jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich suche jetzt nämlich mal. Pass auf, hier. Mhm. Abt, Dena, UFO. Hier, direkt die ersten beiden Videos. Du warst nämlich vor 3 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Zum ersten Mal gesehen. Das warst du bei uns im UFO zu Besuch. Ja. Das war auch ein geiler Tag auf jeden Fall. Und deswegen habe ich extra hier zusammengeschnitten mal. Also eine Mischung aus beiden Videos, deinem und meinem Video. Geil. Und dann gucken wir mal aus deiner und meiner Perspektive, wie das so war und wie das UFO auch damals aber war. Aber das Simulator-Thema verfolgt mich, ne? Merkst du was? Ja, ist wieder Simulator. So hat alles angefangen und so hat es aufgehört. Die Höhen und Tiefen hängen mit mir zusammen bei deinem. Ja, der Simulator, der chased mich. Anfang hier von meinem Video. Ah, Nacht. Guten Morgen aus Köln, meine Lieben. Ich bin gerade mit Karl hier auf dem Weg zum Rathe dreimal, zum Bahnhof. Der Dom am Start, das Wetter ist gut. Was will man eigentlich mehr? Leihgranaten. Guten Morgen. Das ist Philipp. Ah, Philipp, ja. Der hast du auch kennengelernt, ne? Mein erster Kameramann. Ja. Erste, der mit mir zusammengearbeitet hat. Und das war auch so, erst ein paar Wochen war er schon da und es war so... Es war noch ganz neu für mich, so jemanden zu haben, der filmt und mit dem ich das irgendwie zusammen mache. So. Aber da habt ihr richtig Gas gegeben, ne? Habt ihr, glaube ich, fast täglich auch? Wir haben jeden Tag Video rausgehauen. Das war jeden Tag. Das war wild, ja. Wir haben beide gehustelt, sieht man gleich auch später noch. Und ich war ein bisschen nervös, so, weil ich wusste, du kommst ja heute. So gut, ja. Ich war auch nervös. Echt? Spannend, echt? Ob irgendjemand da ist, weil das sieht ganz echt schon. Das ist so typisch gewesen, ne? Sturm ist nicht da, ist nicht da, Revi auch nicht da, es ist niemand da. Du kommst erstmal rein ins UFO und wir haben jedes Mal erstmal jede Tür aufgemacht, jemand da. Aber immer wenn jemand da war, konntest du auch direkt filmen, weißt du? Es war direkt so, ah, hi, so. Ja, das war damals so, Story, das war so ein Running Gag, ne? Ja. Ich war damals gar nicht so in diesem YouTube-Ding so tief drin. Ich wusste, wer du bist so. Ich glaube, über Twitter hat uns jemand connected oder so. Ja, so war das, ne? Aber ich kannte die anderen im anderen Raum sogar. Ich war da gar nicht tief genug in dieser Szene. Das sieht man noch. Ne? Du bist ja so richtig so wie so im Zoo auf einmal. Ja. Guckst dir mal an, was die YouTuber da so machen. Oh. Hier rein spazieren. War auch noch neu im UFO, guck mal, wie leer das alles ist. Ne? Ja. Da steht noch nicht so viel. Philipp und ich sind hier beide noch schnell am Schneiden. Genau. Wir haben gleich Besuch, Leute. Hier ins UFO kommt ein Profi-Rennfahrer. Ein Profi-Rennfahrer kommt. Na bitte. Also, man hätte es sich besser sagen können. Fährt unter anderem in der Formula E und vielleicht wissen schon einige von euch, wer es ist. Daniel Abt, der wird hier gleich klingeln, der hat auch noch 2 Autos am Start. Der wird sich hier den Rennsimulator mal angucken. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles noch so machen werden. Oh, und da hat es auch schon geklingelt. Hallo. Das ist immer so gewesen, scheiße, es klingelt, wir haben das Klingeln nicht auf der Kamera. Ja, damals hat man wirklich so, das war nicht so gestaged, so komm, wir machen nochmal die Begrüßung neu und so ein Shit, ne? Das war so direkt. Alles real. Alles real, wir waren real. Da sind sie. Hi, alles gut? Alles gut, ja? Selber? Ja, selber, sehr gut. Danke für die Einladung, was ich wollte. Das ist diese typische Begrüßung, wenn man sich zum ersten Mal trifft und du fragst so, alles gut, bei dir selber auch? Ja. Und ich so, selber? Ja, ja, selber. Ja, alles ja, gut, ja. Ja, ja, servus, ja, alles gut. Ja. Aber Klassiker, oder? Das macht man immer so, alles gut, ja, aber so eigentlich so. Funktioniert. Genau, ey, grüß dich, servus. Willkommen in meinem Zimmer. Das reizt mich jetzt natürlich am meisten hier. Das ist natürlich das Geilste. Ja, ist schon geil, ne? Da hatte ich halt so einen Motion-Simulator, da der sich so bewegt, so geil. Ja, ja. Haben wir gerade vorhin schon noch drüber geredet. Ist an sich cool, aber irgendwann wirst du auch bescheuert in dem Ding, ne? Weil das halt so starr. Also für jemanden, der es nicht kennt, der denkt wahrscheinlich, oh man, krass, aber. Ist nicht so das. Ja, wir sehen gleich noch, wie sich das dann anfühlt, wie sich bewegt, was wir da auch gesagt haben dazu. Der Simulator hier. Heftig. So, weil wir alle Hunger haben, Leute, geht's erstmal essen. Auf jeden Fall. Und dann ging's zurück ins UFO. Wir haben gerade essen, wir haben gerade schon Pläne gemacht. Ne? Der Daniel hat schon so einen richtigen Masterplan. Wir dürfen noch nichts verraten. Masterplan. Weißt du, was das für ein Masterplan ist? Weil ich weiß nicht, was für ein Masterplan da sein soll. Das war safe kein Masterplan, weil der. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht passiert. Yes. Aber ich weiß, ich glaube, du hast damals davon geredet, das war meine erste Rennsaison und das war noch kurz bevor es angefangen hat, überhaupt richtig. Ja. Ich glaube, ich hatte da vielleicht schon mal ein Training im KTM. War das vielleicht noch gar nicht? Mallorca vielleicht? Nee, nein, niemals. Mallorca haben wir 3 Jahre später gemacht. Nee, aber auf Mallorca Rennstrecke gehen als Fahren, war das nicht auch irgendwie damals? Ich glaube, es war TT Cup. Weil ich bin im selben Jahr TT Cup gefahren und ihr habt doch bei Abt den TT Cup betreut. Das kann sein, ja. Du hast gesagt, dass du bringst mich da irgendwie, connectest mich da mal, dass ich TT Cup fahre. Das kann auch sein. Und das hat funktioniert. Das. Ah, jetzt hat er die Kamera fertig. Jetzt hat er die Kamera fertig. Jetzt schießt er direkt schon. Wir sehen einfach 15 Leute. Sturm hier auf, was geht ab, liebe Leute? Wir sind heute das ist mein Video. Bahn Köln.
und haben etwas ganz Spezielles vor. Ich darf heute nämlich einen super geilen Simulator fahren, einen richtig teuren. Und wir sind auch ein richtig Ort, teuer, das der in der YouTube-Welt ziemlich heilig ist, nämlich im UFO. Ich habe mir schon voll bei Wikipedia so geguckt. Okay, UFO, was ist das UFO? Das erklärst du sozusagen deinen Zuschauern. Das ist die YouTube-Welt übrigens. Da gibt es so Menschen, die filmen sich selbst. Das war für mich alles Neuland. Das war wirklich, es war wirklich spannend, weil ich war damals noch so weit weg von dem Ganzen und ich wurde ja nicht als YouTuber oder als jemand aus dieser Szene irgendwie, das war ja gar nicht so. Es war halt irgend so ein Rennfahrer, der jetzt auch so ein bisschen filmt. Bisschen filmt, ja. Und ja, da mal Anschluss zu finden, mal reinzukommen, das war schon cool. War schon, hat mir schon getaugt. Unser fettes Office. Und warum das so heißt, ich würde sagen, wir schauen uns mal um und dann zeigen wir euch gleich den geilen Simulator und wer uns hier freundlicherweise eingeladen hat. Hier ist ein Raum, in dem... Ich frage dich gleich mal, was du wirklich gedacht hast und was du jetzt erzählst. Nichts ist. Ihr kennt wahrscheinlich besser wie ich, ne? Also, das ist Palukens Zimmer. Der ist eingezogen, also er ist nie eingezogen und er musste dementsprechend auch nie ausziehen. Es war immer nur ein Zimmer, wo Müll hingestellt wurde. Ach, der war gar nie da. Prank stattfand. Nee, er wollte mal einen Kinoraum daraus machen, warum auch immer, hat sich eine teure Kinobank dahin bestellt, so Kinosessel, zwei nebeneinander mit so Getränkehalter und so. Nie benutzt, die wurde nur benutzt, um Müll drauf abzulegen. Es war mal ein Bällebad drin, weil das ein Prank an ihm war. Aber es war gar kein Prank, weil es einfach nur geil war, weil es immerhin irgendwas drin war. Nicht so easy. Los. Wir gucken mal hier rein. Jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich dann alle dafür haten, dass ich nicht weiß, wem dieser Raum gehört, ne? Aber ja, vielleicht finden wir ja noch raus, wem das hier gehört. Da haben wir es eigentlich schon erklärt. Das aber so ein Trick, dass die Leute auch, weil du sagst, ja, ich weiß nicht, von wem der Raum ist, von wem ist der Raum. Und Leute, wir müssen auch 3 Jahre später schreiben es dir noch. Das ist übrigens der immer Raum noch. Von ja, das ist so, aber ist halt real so, ne? Also klar kannst du vorher so überlegen und dann schätze ich hin und erzählst es, aber ich wusste halt einfach wirklich nicht. Ja, das war wirklich dein Eindruck sozusagen. Jetzt kommt, glaube ich, Sturm noch. Ja. Hier rechts ist auch gerade jemand da. Schau. Schau da. Siehst du wie im Zoo? Ich glaube, der schimpft gerade. Der Victor. Ach so, nein, das war gar nicht. War der Victor damals? Da war gar nicht dabei. Nein, das war der Raffi. Der Raffi ist so. Sportlich. Und ich glaube, durch die Türe hört man alles, was ich sage. Und dementsprechend sollte ich aufpassen, was ich sage. Achso, hat nur Nettes über uns gesagt. Nur Nettes, hallo. Hab ich eigentlich das kleinste T-Shirt der Welt an? Das ist sensationell. Du hast hier was mich sehr neidisch macht. Das wolltest du haben, ja? Den goldenen Play-Button? Das will ich immer noch haben. Ja, du hast deine Abonnenten schon verzehnfacht. Seitdem, ja. Aber da brauche ich noch ein Stückchen, bis ich da hinkomme. Bisschen was brauchst du noch? Da hinkomme. Nee, die Xbox interessiert mich. Der ist ein gemoddeter Case, ich habe noch keine Million. So, das ist dein Spielzimmer hier. Was zockst du hier so? Das ist mein YouTube-Zimmer, inspiriert von Jan Böhmermann, weil jeder braucht ein YouTube-Zimmer zum erfolgreich werden. Für viel Geld und Abonnenten und auch vielleicht das ein oder andere schnelle Auto, wie man bei Felix gesehen hat. Also, ein glorreicher Moment für meinen Kanal. Ja, und dann habe ich mich selber abonniert, ne? Was waren es? 38.302. Aber noch richtig auf die Ding genau hat man es gesehen, ey. Zack. Komm, wir haben los, oder? Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das beherrsche. Und wie machen wir es denn? Legst du was vor? Eigentlich musst du ja mal was vorlegen. Ich muss vorlegen, was dann wahrscheinlich zerstört wird vom professionellen Rennfahrer hier. Dachte schon, ja, ich lasse mich Lorenz wieder fahren. Ja? Leg mal los. Jetzt siehst du gleich erstmal, wie es sich überhaupt bewegt. Ich bin gespannt, ja. Oh, jetzt kommt der peinlichste Moment vor Daniel, gerade erst kennengelernt. Ausfahren aus der Boxengasse. Ja. Ah, eingeplankt. Das war die Vorderachse. Das war so unangenehm. Geil. Es war mir so unangenehm, dass das passiert ist. Weil ich war eben ein YouTuber, der jetzt anfängt, so ein bisschen Rennen zu fahren. Du bist ein richtiger Rennfahrer. Und du hast ja vorhin im Podcast ja auch gesagt, weil ich dachte halt, ja, alle denken jetzt, was will der denn? Der kann ja auch gar nichts. Und dann wollte er auch einen guten Eindruck irgendwie machen. Und dann fahre ich aus der Box raus. Bumm, direkt rein in die Wand, einfach zu schnell. Glaubst du, das ist schon dem Best passiert. Das ist auch schon im Echt passiert so, ne? Also von Leuten, die sich in der Einführungsrunde wegdrehen bis hin zu... Es gibt's alles so, das gehört dazu. Aber das war hart unangenehm. Aber man sieht, wie krass das Ding sich bewegt. Ja. Bis jetzt haben wir uns ja eigentlich gut verstanden, ne? Aber jetzt geht die Competition los. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nee, nicht das jetzt noch. Wir sind ja auf Zeit gefahren gegeneinander. Aber er nimmt es auf jeden Fall ernst. Ja, das habe ich auch. Dann können Sie ja schon mal die Bremspunkte merken, ne? Nö. Boah, mach nur dein Ding hier. Geil, dritte Kurve oder vierte hier. Also ein Oversteer corrected. Ja, war schon geil, oder? Auf jeden Fall, dass du schon ein Grundverständnis für Autos fahren hast. Weil, nein, also halt jetzt wirklich im positiven Sinne, weil du auf jeden Fall die Übersteuerung gut abfängst. Ich habe das Gefühl, du lenkst ein bisschen zu spät, gern tendenziell überleihen. Also du bist immer relativ Bremsen verpassen, sehr, sehr gerade bremsen und sehr spät einlenken, so vom Gefühl her.
Dann richtig so hier am Zuhören. Ja, ja, so, ja. So alles aufsaugen, ja, wie so ein, so ein Lehrer. Ja, gut, auch so, ich sitze hier unten, du stehst dann und sagst dir, ne? Also du musst das so und so machen. Hör mal zu, mein Sohn. Ja. Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Ja, und lass niemals einen Simracer für dich fahren. Aber so grundsätzlich schaut das schon. Aber gut, für den Moment. Ich freue mich auf den Tag, wenn das kein Witz mehr ist. Jetzt bist du dran und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ich überhaupt klarkomme mit dem Salat. Nicht, dass ich jetzt zu viel versprochen habe. Kannst du darauf achten? Ist das Daniel? Schaut gut aus. Also nur der erste Ruckler jetzt gerade, ne? Mein erstes Gefühl ist mir persönlich schon too much. Ja. Es ist sehr, sehr nicht das bewegen. Aber wir haben es auch volle Pulle gestellt, wir können es auch weniger machen. Das ist lustiger. Aber das sieht schon sehr gut aus. Das war die erste gezeitete Runde von Daniel. Und die war einfach um 20.000stel langsamer als meine allerbeste nach 10 Runden. Immerhin. Hab ich mich noch gefreut. Die erste Runde hat es nicht geschafft, mich zu überbieten. Das war dann auch genug. Okay, Felix geschlagen. Das hat mir dann schon gereicht. 43,9. Man sieht es richtig. Sechs Runden. Okay, in der fünften Runde. Sechs Runden bist du gefahren, fertig. 43,9. Das ist. Aber ich bin auch jemand, ich schwätze enorm viel. Also im Simulator. Ich aber auch zu Hause auch. Ich geh mal ganz kurz kotzen. Hab ich noch Gesichtsfarbe? Na, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, das war. Du wolltest damals machen, quasi so. Du lässt alle möglichen Leute bei dir jeweils eine Runde fahren und machst so ein Leaderboard. Stimmt. Und machst so ein Leaderboard, wo dann quasi. Ja, da steht, ja. Ich bin die Runde gefahren, aber ich war der Einzige, der die jemals gefahren ich ist. Ich glaube auch. Ja. Weil die anderen waren einfach viel, viel zu weit weg davon. Ja, die meisten, die ich da reingesetzt habe, sind alle in der ersten Kurve einfach rein ins Kiesbett jedes Mal. Ja. Aber jedes Mal. Das war das Geheimprojekt. Jetzt haben wir es. Das war's. Aber das andere Geheimprojekt war. Das war ja meine Idee. Dein Geheimprojekt war. Wir haben viele Geheimprojekte erwähnt da drin. Ja, haben wir jetzt schon wieder. Wir haben auch schon wieder Geheimprojekte. Wir haben schon jetzt wieder Sachen, die ohne Corona auch jetzt schon umgesetzt worden wären. Lass dich überraschen. Aber wir kriegen das noch hin. Hier sind wir gerade in der 8 gefahren. Aber die ist ja nicht nur so, die ist auch noch ein geiler. Und zwar so. Da ist das gute Stück, Leute. Das ist ein Abt Audi R8 mit 630 PS. Sieht richtig nice aus. Du bist 6 Stunden über die Autobahn hierher gefahren. Wie war das? Sehr geil. Ich spüre meinen Rücken, als ob das doch vollkommen da oder? Nein. Also wirklich, ist geil. Es macht mega Spaß, Auto zu fahren. Ich bin mega Fan von dem neuen R8. Der geht geil ab, der macht echt Laune und vor allem der Sound ist halt Bombe. Und man das ist halt geil, dass du den R8 hergefahren bist und deswegen sind wir den ja auch im Simulator gefahren. Ja. Sodass das war geil, das weiß ich noch. Ich kann mich noch an das Parkhaus erinnern, wo wir da reingefahren sind in Köln, an dieser so eine Anlage, wo unser Hotel war und so. Und alle haben halt so übelst auf das Auto laut durchgedreht. Ja, der war wirklich laut. Der war getuned, ne? Da ist ein Abt R8. Ja. Weil bevor wir weiter quatschen, ich glaube, ihr wollt was sehen, ja? Ihr wollt einen Capron sehen und den bekommt ihr jetzt. Ja, der Abfluss. Boom! Also vom Auto habe ich nichts gesehen, aber sonst war der Capron geil. Ich fand den Eiffel 2017 war der richtig geil. Nein, der war geil, aber ihr hattet schon immer diesen schnellen Style. Philipp war immer so bam, 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 so 5 Millionen Dinger, so. Das ist super geil, aber mach mal so ein bisschen länger. Ich finde, eine Mischung muss halt sein. Ich finde, das baut den Hype immer so auf. Bam, 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 hier. Aber dann brauchst du auch lange Shots, wo das Auto da, wo man einfach mal genießen kann, genau. So, und das Auto sehen kann. Zack, aber schon geile Karre. Das war ein richtig nice Tag und das war ja auch ein relativ normaler UFO-Tag damals. Da sind mal Leute gekommen, mal ein bisschen was gedreht, ein bisschen was gemacht. Für mich nicht, aber. Für dich war es Einstieg bis in die YouTube-Welt auch noch mal so noch tiefer reinzugehen. Ja, also für mich war es, wie gesagt, das war für mich echt der Einstieg in das YouTube-Ding. Ich weiß noch genau, ich glaube, als das Video kam oder als wir das gemacht haben, ist mein Channel von diesen 30 auf 70.000 oder so hoch. Was, echt? No joke. Also krank. Heute, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn dich jemand verlinkt auf Instagram, passiert gar nichts. Ja, ja. Du hast mich damals verlinkt. Ich habe, glaube
auch 30.000 oder so, allein auf Instagram, nur mit einer Verlinkung. Es war so insane. Krank. Damals, ich weiß nicht warum, damals ging das noch, heute irgendwie passiert da gar nichts mehr. Ja, aber Max, zum einen gesättigter und zum anderen hast du damals auch schon sehr interessante und coole Sachen gemacht und viele hatten dich einfach nicht auf dem Radar und dann haben viele zum ersten Mal dann von dir über mich einfach gehört und halt gecheckt. Jo, ist geil. Wir haben auch ähnliche Sachen gemacht, bisschen mit Racing, da ist ja damit angefangen. War ein geiler Tag, schöne Erinnerung. Wir haben euch heute nochmal ein bisschen dahin mitgenommen. Falls ihr noch mehr sehen wollt von Daniel, dann schaut auf seinem Kanal vorbei. Und wir haben natürlich auch einen langen Podcast gemacht, über eine Stunde lang, wo wir seine gesamte Kindheit nochmal aufgerollt haben. Was hat ihn zu dem Mensch gemacht, der heute ist? Und was ist auch in den letzten Wochen alles bei ihm passiert? Oder schaut die Show an, da sind wir gegeneinander angetreten. Link dazu ist hier. Podcast da oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao. Ciao. Ciao.